Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ich bin wieder mit Michi Gowski hier unterwegs, unserem No-Budget-Nerd. Und ja, wir haben uns hier langsam echt heimisch eingerichtet vor diesem blöden Shotgun-Messiah-Hauptumschlagsgebäude und sind jetzt tatsächlich schon so weit, dass wir diese Autos hier als Pisskisten benutzen. Und ja, eigentlich brauchen wir eine neue Bleibe. Also, um es kurz zu sagen, wir haben schon ziemlich auf die Fresse gekriegt hier. Ja, gut, aber das wurde ja wahrscheinlich in der letzten Folge gesehen, wie toll das hier lief. Wo willst du jetzt eigentlich schon wieder hin? Ich dachte, du wolltest nochmal rein da, oder nicht? Nee, ich wollte jetzt erstmal zum Händler. Ach, du wolltest zum Händler, okay. Genau, ja, und auf dem Weg dahin würde ich einfach mal gucken, ob wir tatsächlich nochmal eine schöne Möglichkeit für eine Behausung finden. Weil so langsam geht mir das auf den Sack hier, mitten auf der Straße zu leben. So keine Ahnung. Weißt du, was mir auf den Sack geht? Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe eine Hühnersuppe gegessen, also hier im Spiel. Und leide jetzt an Durchfall. Der gute Durchfall. Oh, ich habe Wasser gefunden, das erste Mal. Eine Pfütze. Echt? Weißt du was? Dann werde ich da mal meine 16 leeren Gläser einmal mit auffüllen. Meinst du, die werden leer, voll damit? Das glaube ich irgendwie nicht. Zum Hoffen. Ja, na klar. Was? Ist sogar mehr geworden, also mehr Wasser. Bei mir sah es weniger aus. Echt? Also bei mir, ich habe jetzt die größere Pfütze hier. Na, ist doch gut. Aber wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo Wasser ist. So mehr oder minder. Yay! Und jetzt laufen wir querfeldein. Ach, scheiße. Also auf jeden Fall brauchen sie erstmal Federn für Pfeile. Ich habe nur 17 Pfeile. Das ist ganz schön erbärmlich. Das ist ein bisschen belastend, ja. Ich habe jetzt 6 Federn. Yay! Wahnsinn, oder? Jetzt habe ich 11 Federn. Und ein Zombie vor den Augen. Hallo. Komm. Das ist eine schöne offene Stelle, die haue ich jetzt kaputt. Was? Noch eine? Achso, du hast einfach nochmal draufgehauen. Du Assi, ey. Weißt du, der hat dir gar nichts getan. Sagt der dem Zombie gerade mit einem riesigen Forscherkammer den Kopf zertrümmert. Ja, aber der lag doch schon am Boden. Musste das sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin so ein Nachtreter. Ach so, das ist ein Assi. Ja. Ich habe da gerade eine Workbench gesehen in der Garage. Tendenziell gut. Wieso kann ich hier nicht den Briefkasten? Scheißegal. Hast du jetzt eigentlich schon rausgefunden, wie die Ranches funktionieren? Die Rohrzangen? Also, ich habe die noch nicht ausprobiert. Bei mir haut der neuerdings einfach nur noch drauf. Er nimmt nichts mehr auseinander. Und irgendwie mit der Controller-Funktion. Vielleicht musst du erst Salvage Operations skillen. Um so zu machen? Ja, um so zu machen. Ah. Musst du nicht auch erst lernen, wie man Auto auseinander nimmt? Ich kann von Natur aus so machen. Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Das ist ja epic. Die war näher, als ich gedacht habe. Guck mal, da habe ich den Kopf weggeschlagen. Willst du da nochmal nachtreten? Oh. Da oben ist das ist noch warm. Ja, mein Durchfall ist auch warm. Der ist nämlich jetzt bei 16,1%. Ja, ich frage mich, ob das hier noch irgendwann mal braunes Bein runterläuft. Das wirst du ja dann sehen. Ja, okay, bin dann froh. Lustiges Haus gefunden. Bin dann froh, dass es noch kein Riechzaun gibt. Nein, schon wieder. So ein hier war wieder so ein Scheißköder. Okay, ein Bark. Ja, der ist. Nee, der war, nicht, der war nicht so groß. Wax sind gerade auf Tour. Wupp, wupp. Mit Ectomorph, Alter. Mm. Das ist tatsächlich gar nicht mal übel. Das könnte man sich mal gönnen. Also, ich habe Ectomorph ja schon live gesehen. Alter. Ja, da so übergeil. Da schaust du nicht den Kopf weg. Aber für einen Abend finde ich gut. Wo bist du eigentlich? Ich dich schon wieder. Gerade mal so ein kleines Häuschen hier angeguckt. Hey, komm, lass uns zum Händler gehen. Ich guck mir ein Haus an. Ja, wer weiß, was da ist. Oh, guck mal. So eine Zombie-Tante. Alter, was ist das für ein Geräusch? Kommt hier gerade eine tollwütige Maus? Was? Ja, kann gerade so. Oh. Okay, das Geräusch gibt's immer noch.
Ich fände es ja viel cooler, wenn anstatt dieses Unzerstörbar-Geräusches so ein Haufen NPCs an die Brüstung kommen würde und dich abknallen beim Händler. Und dich einfach kaputt schießen. Nee, das wäre nicht so cool. Doch, bisschen schon. Nee. Moin Keule! Joel, alte Säge. Inventory. Oh, der hat einen Bergbauhelm. Richtig gut. Hast du eigentlich Jetons? Noch nicht, aber da sorge ich gerade für. Er kauft auf jeden Fall Eisenvorschlaghammer und Messer und Bögen und Feuerwerks, kauft er auch und Knochen nicht. Aber Leder. Digga, du darfst die Türen nicht auflassen. Wenn hier Zombies reinlaufen, dann kann das Spiel verbuggen. Das habe ich schon ganz, ganz oft gelesen. Ja, du bist der Erste, der darum rumholt. Das Spiel läuft nicht mehr. Ach, zum Schluss. Halt ein Sabbel. Ja, viel schlimmer ist, dass ich nicht genug Geld zusammenkriege für den Backbau hin. Dann sollten wir einen finden. Entweder das oder Wasteland Treasures. Oh, der hat auch Bücher. Pistol Pete, Junge. So, ich würde jetzt bei dem erstmal eine Quest annehmen. Was hältst du davon? Ja, ich will auch. Was war denn Fetch nochmal? Na, irgendwas holen und dann zurückbringen. Ja, okay. Habe ich mal angenommen. 400 Meter weg, das ist nicht die Welt. Ich hab bloß alles in weit über 1 Kilometer weg. Ja, nimm wir erstmal meine. Ich kann die doch teilen, oder nicht? War das stimmt, so? Ja. Aktivieren. Auf ich versuche gerade irgendwas. Oh. Hier, Share Quest. solltest du jetzt bei dir haben? Ja, ich habe ein weißes Ausrufezeichen da. Okay, dann machen wir das ja erstmal. Aber ich habe immer noch 10,7% Durchfall. Ja, immerhin hast du nicht. Das belastet mich. Immerhin hast du nicht mehr Durchfall. Stell dir mal vor, du hättest 100% Durchfall, Alter. Du wirst aus dem Arsch pissen. Ich wäre Durchfall. Du wärst du, ja, gut, okay. Das Doofe ist, dass meine Ausdauer dadurch jetzt natürlich ein bisschen arg leidet, ne? Ja, stimmt. Ja, ich werde Rücksicht nehmen. Aber ich hab dafür fettere Rüstung an, von daher. Oh, da läuft irgendwas rum. Irgendwas das Schnelles. Das war ein Hase. Achso. Ich hab Angst vor Hasen. So weit treibt mich dieses Spiel schon. Angst vor Hasen. Mhm. Achso, das ist mitten in der Stadt wieder. Quasi rennen wir jetzt wieder in die City rein. In so ein blödes Haus, das wir noch nicht gekillt haben. Alter, ich sag dir, die Stadt zeigt uns gleich nur einen richtigen Hasen. Boah, meinst du echt? Ich denk schon. Mit Puschelschwanz? Geil. Der Puschelschwanz ist eine aufgerichtete Wutlatte, Alter, pass auf. Mindestens. Ja, eigentlich könnten wir jetzt erst das Haus clearen, dann die Quest annehmen und dann nochmal das Haus clearen, oder? Haben wir doppelt Loot. Ist es das Haus hier? Nee, noch weiter weg. Lass doch mal in dieses Haus rein hier. Just for fun. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Ich mach das mal. Huch. Macht der hier die Einrichtung kaputt. So. Der ist tot. Da kommen noch mehr. Ja, bin ich mir auch ganz sicher. Ich hab schon einen. Einer war direkt um die Ecke. Der blöde Penner. Dreckischer Wichser. Arschloch, Junge. Kannst das mal, ja, deinen Scheißball alleine machen. Oh, ich hab Erbsen gefunden. Die hau ich mir jetzt rein. Hab ich wieder Durchfall denn? Nee. Eine seltsame Notiz. Ah, cool. Ich hab eine Quest gefunden. Und eine Metal Chain Mod. Okay. Kannst du an deine Klappe anbauen, wenn du willst? Ja. 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 Und eine Schrotflinte, willst du die haben? Ja. Den Goldnugget sack ich mal ein. Bisschen Munition für die Schrotflinte. Ich packe meine noch oben drauf. Eigentlich kannst du denn hier. Ja. Den ganzen Rest hier in der Eisentruhe kannst du haben. Da ist noch ein Benzinrezept drin. Gönn dir das mal. Ja, das nehme ich mir gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich das schon gelernt habe. Haben und nicht haben, ne? Ja. Es wäre ganz cool, wenn er ihm das sagen würde. Hier hast du schon gelernt. Zack, gelernt. So finde ich das gut. Also tatsächlich bist du dann auch nicht so schnell an dem Punkt, dass du irgendwie alles hast.
Ammo-Pile. Oh, 49 Schuss. Alter, wie bist du da drauf? Mäuschen. Mann, nicht so aggressiv hier. Muss doch wirklich nicht sein. Wir könnten alle Freunde sein. Alle. Alle. Trinken Bier, das ich gerade gefunden habe. Worüber auch witzigerweise so ein Schild hing. Code Bier. So. Alle tot. Ich glaube, das Haus ist clear. Und ein Bookcase. The Fireman's Almanac. Second count when fighting fires. Used this technique to increase attack speed with access by 5%. Finde ich gut. Und Granatenschematik. Ultra. Das war eine lohnende kleine Ausflugssache. Weiß schon. Was machst du ja nicht die ganze Zeit? Ich versuche gerade mehrere Modifications. Aber die Barbed Wire und die Chain Mod ist irgendwie das gleiche. Aber ich konnte die Weighted Head Mod an meine Klappen da anbauen. Richtig gut. An deine was? Achso, an deine Klappe. Ja, das ist was Feines. Oh, hier der ist. Der hat 25 Schaden, Alter. Das ist echt übel. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viel mein Ding ist. Du hast mehr Schaden. Ja, weiß ich nicht. 56. Ja. Unwesentlich, unwesentlich. So, ich düse weiter zur Quest. Ich glaube, mir ist hier nichts zu holen. So, wie viele Steine habe ich eigentlich? 10. Kann ich noch mal ein paar Steinpfeile bauen hier? Ich habe noch 17. Federmasse. Nee, Pfeile. Möchtest du noch welche haben? Nö, ich hab dann erstmal. Ich suche mir unterwegs noch einen Stein und dann ist gut. Siehst du, da haben wir schon einen Stein und zwei Steine. Das wird schon. Hier sind noch mehr Federn. Ne? Ich lebe von der Natur. Also, ich brauche keine Almosen. Zack, ich habe sogar schon ganze drei Pfeile fertig. 2,4% Durchfall. Fast geschafft. Bin fast drüber hinweg. Der ist sich einfach von so einem Pfeil umgefallen. Ist sie doof? Zack. Ja, das sollte das hier reichen. Das ist ja einfach noch der Kopf weggeflogen. Sachen gibt's. Also. Manche Leute benehmen sich auch gar nicht, ne? Ich meine, lass die einfach so den Kopf hängen. Boah, ist so ein Trailerpark. Das lohnt sich echt. Brauchst du Hilfe? Oh. Wie oft muss ich der Fotze eigentlich auf den Kopf schlagen, dass sie endlich mal umfällt? Im Zweifelsfall öfter. Oh, Basic Sensor Schematic. Ja, das wollte ich gerade alles einverleiben, dann habe ich die Fotze wieder. Boah, shit! Oh, da sind ein paar. Oh, der sprintet. Na komm. Rums. Alter, das frisst auch Stamina, mit dem Ding zu kämpfen, ey. Meine Fresse. Und ich habe lange nicht mehr so ein Level-Up-Ding gekriegt hier, von wegen, ich kann das jetzt besser. Muss ich da manchmal mehr Stärke und sowas skillen? Ich weiß es nicht. Damit das weiter hochgeht? Geil, ich habe Korn gefunden. Hallo Genie! Willkommen im Internet. Water Purifier. Was denn? Bin ich dir zu schnell? Dass du nimmst immer alles in Beschlag, aber wirklich alles. Ich kann irgendwo reingucken, Müller ist da schon drin. Ja, ich bin halt raffgierig, was soll ich sagen? Ja. Immer gewesen. Ich kann da ja auch nichts für. Oh, Alter, stell diesen verdammten Schwierigkeitsgrad endlich mal runter. Es kotzt mich so an. Alter. Meine Fresse. Ist schon wieder tot. Nee, ach komm, geht doch noch. Ja, geht doch noch. Das kann nicht sein. Der ist 10 Meter von mir weg, schlägt auf mich ein und trifft mich, Alter. Mit einem Schlag haut er mir 35 HP weg, Alter. Was soll die Scheiße? Meine Fresse. Alter, 35 HP mit bisschen Lederrüstung ist jetzt aber auch nicht die Welt. Willst du dir das Superkorn hier haben? Also Rezept? Ich hab das, glaube ich, schon fünfmal jetzt gelernt. Ja, was soll ich jetzt mit dem Superkorn-Rezept? Ist mal ohne Scheiß. Was soll ich haben? Ja, haben.
Ich brauche Wasser. Ich drehe nämlich durch diesen scheiß Durchfall. Ja, ich Und bin ich brauche tatsächlich. Heilung. Ich habe Aloe Vera. Brauchst du noch Aloe Vera? Ja, bitte. 15 hätte ich hier noch. Und ein bisschen Bier, vielleicht hilft das beim Durchfall. Nee, der Durchfall ist jetzt weg. Okay. Oh, Wasteland Treasures. Okay. Nehmen wir. Wo bist du denn? In irgendeinem Trailer. Ja, ich sehe schon. Was, Ich habe dir mal die Hälfte von meinem Aloe Vera reingepackt. Und einen Verband packe ich dir da auch noch rein. wo? Hier vorne in die Mülltonne. Von dem Trailer, wo du bist, glaube ich. Also was ich halt cool finde mit den Heften, lohnt sich das jetzt echt wieder hier in die Mülltonne und sowas reinzugucken. Oh, eine Big Mama. Eine tote Big Mama. Das ging schnell. So ein Tresor oder so hast du noch nicht gefunden, oder? Jetzt noch nicht. Dose Chili. Oh, ich habe eine Rohrbombe gefunden. Kann nicht schaden. Was ist das? Urban Combat. Sneaking. Kicking one loose can wake up the hornet's nest. Sneaking over trash make no sound. Das ist ja geil. Ich habe einen Helm nicht gefunden. Und nochmal ein Ranger's Guide to Archery. Das kannst du mir gleich mal geben. Weil ich auch schon eins habe. Oder warum? Ich habe da auch keins. Okay. Aber ich habe ja was. Ich habe Oh. Fuck, 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 fuck. nämlich einen Eisenhelm gefunden. Ja, ich habe auch einen auf. Komm mal her. Dann lege ich dir erstmal das. Ach nee, das ist die Schematik. Aber ich kann sie ja nachher bauen, wenn wir irgendwann mal endlich eine Werkbank haben. Da finden wir hier eine. Aber hier ist meistens immer alles kaputt, ne? Dynamit-Schematik? Inwiefern alles kaputt? Na, dass man die Teile nicht benutzen kann. Echt? Wie ist hier tatsächlich mal ein Trailer ohne Zombie? Hier nicht richtig. Ich bin schon wieder so überladen, ey. Schrecklich. Ein Ledermantel. Ich habe einen Grill rausgefunden. Den habe ich auch schon. Eins. Ist das denn Yucca Seed? Scheiß drauf. Bist du hier gerade bei mir in der Nähe? Komm mal hier zu mir bitte. Zum einen sind hier Vitamine und Antibiotika und noch ein bisschen Shotgun-Mumpel. Shotgun ist im Waschbecken. Ja. Brauchst du noch Wasser? Warte mal Nee, kurz. habe ich jetzt noch. Ja. Ja, ich gehe gleich. Na, also ich gehe nachher mit ihm. Der Hund mault. Ich muss mal raus. Aber ich war doch gerade mit ihr draußen eine Stunde. Du. Auch mal kurz Pause machen. Wegen meiner. Ne? Machen wir mal Kannst du eine zusammen Runde. kappen? Genau. Ne? Machen wir kurz Pause. Ich gehe mit dem Hund vor in den Garten. Auch noch einen. Und dann geht's gleich weiter. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste.
Ja, da sind wir wieder. Nimmst du auch die Tonspur mit auf? Natürlich. Warum sollte ich Ja, die jetzt bin ich mir zwischendurch mal wieder? wieder nicht so sicher. Ja, dass du eine Granate in der Hand hast, finde ich bedenklich. Sehr bedenklich. Ich will nur wissen, ob und wie sie funktioniert. Ich habe Ja, keine Granaten mehr geworfen. das wird super. So, Okay. wir fangen die Wenn du Quest jetzt an. nicht da bist, dann. Und dann vielleicht nicht. Und Aber vielleicht du hast, solltest. das ist ja eine Fetch-Quest, ne? Ja, aber Keine trotzdem ist jetzt wieder. Kill-Quest. Das ist ja egal. Immer weg, Trotzdem. ich will da mal eine Bombe reinschmeißen. Der Zombie, der hier drin ist, ist schon tot. Oh ne, hier ist noch irgendwo einer. Ne, der klopft von außen gegen. Außen ist einer. Ich will mal was testen. Teste mal was. Hier ist Dings hier. Schrotmunition. Falls du die haben möchtest. Alter, ich bin voll mit irgendwelchem Scheiß. Ich muss hier erstmal was ablegen. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. So, ich liege jetzt erstmal hier vorne. Wäre schön, wenn du den Mülleimer hier vorne nicht abreißt. Hier stecke ich nämlich gerade unseren ganzen Scheiß rein. Was ist das eigentlich? Können wir doch lesen. Ah! Das war Töte. witzig. Ich habe noch eine Quest gefunden. Töte Zombies. Töte Zombies finde ich gut. Yay. So, ich habe hier noch einen Water Purifier. Das ist natürlich ganz cool. Vor allem, weil wir kein frisches Wasser hier irgendwie haben. Das kommt jetzt mal weg. Knochen können hier rein. Wasserkrüge können hier rein. So, Kochtopf kann hier auch rein. Dann habe ich hier erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Und bin nicht mehr ganz so überladen. Aber du hast den meisten Scheiß schon durchgesucht, wa? Geht. Oh, Munition. Fein, fein. Sind goldene Silberner jetzt drin, Rohdiamanten. Oha, ja, die kannst du gleich verticken. Und ich bin voll. Ja, ich bin auch massevoll. Ich habe vorne den Briefkasten schon ordentlich was reingelegt. So viel Scheiße. Puh, Sneak Attack. Was denn? Was hast du gefunden? Er schreit, nein, er schreit immer so lustig, das hörst du immer nicht. Achso. Blitz Defense Challenge habe ich gerade gefunden. Warte, ich habe schon wieder so viele Quests gefunden. Unglaublich. Kill some Zombie. Football Player. Finde ich gut. Das mache. Da bin ich Das habe ich dabei. vorhin auf meiner Map gemacht, das war voll assi. Wieso? Weil auf meiner Map alles voll mit Bergen ist. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen kacke. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja. Wild River Supplies. Hätten wir das schon mal erledigt, dann können wir das Ding nochmal näher looten und dann ist alles cool. Obwohl hier war irgendwie nichts Dickes zu holen, von daher. Nein. Können wir eigentlich auch weiter. Geben wir die Quest ab und dann können wir auf jeden Fall schon mal einen Helm mit Leid holen. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich kann sogar alles tragen, das ist unglaublich. Esse ich noch mal ein bisschen Hühnerration hier. Das Nee, das wäre unschön. Okay, dann können wir den Scheiß wieder wegbringen. Ich bin so encumbered, meine Fresse. Ich bin auch Fett. volles Brot. Ich hoffe, dass ich gleich ein bisschen was verticken kann. Also mein Rennen ist jetzt wie gehen. Ist hier gerade die Hälfte der Models von mir verschwunden? Kackmist, ey. Ich wünschte, ich könnte jetzt an ein Bier ran, aber ich komme nicht ran. Das ist echt tragisch. Ich werde jetzt mal Skillpunkte hier verteilen. Ich kriege eine Macke. Skullcrusher, Pack Mule. Oh, kann ich sogar schon die nächsten. Das ist ja super. So. Miner. Das Mining-Ding mache ich. Motherload mache ich auch gleich. Intellect. Was brauche ich denn da? Yes, Science. Ach, das habe ich schon. Medical Items. Gut. Dann können wir noch ein bisschen was in Fortitude stecken. Ich bin jetzt Milk Drinker, Junge.
Was bist du? Nick Drinker. Und Pummel Pete. Nee, Pummel Pete brauche ich nicht. Oh, ich kann noch ein Pack Mule Skill kaufen. Nicht zu fassen. Unglaublich. So, das reicht mir, glaube ich, erstmal hier generell in dem. Und jetzt würde ich nämlich anfangen, in Schusswaffen zu investieren. Run and Gun ist schon mal gut. Any Ranged Weapon. Wo sind denn Maschinengewehre und so? Sind die der Perception? Das war Perception, ja. Rifles? Aber wo sind Automatic Weapons? Warum friere ich denn jetzt, Alter? Was ist das denn für eine Nummer? Ja, mein Charakter ist auch voll Mädchen, ohne Mist. Alter, 12-jähriges. Fortitude ist jetzt Machine Gun. Okay, das war doch in der Wahrnehmung, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ist jetzt aber unter Fortitude, was ganz geil ist, weil sich das natürlich mit Strength, also mit Stärke, richtig gut verträgt. Nahkampf-Maschinengewehr. Das ist eine geile Mischung, oder? Ich bin jetzt nur noch zwei encumbered, total geil. Ich habe bis auf zwei Felder habe ich jetzt alles frei. Warte mal, willst du vielleicht von mir... Ich habe so ein Pocket-Teil, dass du zwei Felder mehr hast. Willst du das haben? Dass du ein bisschen besser vorankommst. Ich kann ja... Ach scheiße, ich muss das ja alles erst ins Menü stecken. Ja. In den Rucksack, damit ich das... Ich bin voll. Du brauchst mir nichts hinlegen. Ja, warte. Komplett voll. Ja, dann gib mir irgendwas von dir, schmeiß raus, ich nehm's bei mir auf. Und dann kannst du das hier aufnehmen. Das Holz kann weg. Ja, gut. Dann kannst du erstmal die Pockets nehmen und kannst die in deine Rüstung stecken. Dass wir hier nicht so ewig lange brauchen. Ja, ansonsten bin ich auch so ziemlich voll. Was ich noch tragen könnte, wäre Eisen, Steine, Gold und Silber, Schmiedeeisen, Holz, hast du mir gerade gegeben. Gold und Silber und sowas kann ich dir geben, ja. Genau, dann stacke ich das nämlich bei mir. Rohdiamanten sind noch da. Was wolltest du noch? Die Rohdiamanten kann ich aber nicht mehr. Hast du Bier bei dir im Inventar? Eier? Nee. Federn? Nee. Eisen? Ja. Dann gib her den Scheiß, kann ich tragen. So, dann nimmst du die Rohdiamanten wieder, die kann ich nämlich nicht mehr. Und dann ist das doch ganz gut verteilt. Wie encumbered bist du noch? 6. Gut, ich bin bei 3. Das geht klar. Ja. Dann geht das doch gleich viel besser. Ich hätte ja am liebsten tatsächlich beim Händler irgendwie eine Festung. Ne? Könnten eine bauen. Ja, aber hier ist alles so bergig. Ja. Das wollen wir ja nicht, schon wieder haben. Warum friere ich jetzt? Also du hast keine Hose an. Also kaum und keine Schuhe. Ja, du hast keine Schuhe an. Eine Hose habe ich an. Ja, so eine Lederrüstung, ne? Aber Schuhe hast du keine. Jetzt hast du welche an. Jetzt habe ich sie an. Ja. Aber ich habe auch vorher so gefroren. Na, also ich... Wie viel Grad haben wir denn? Stand doch hier irgendwo 21. Wie kann man da frieren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Achso, ich habe übrigens eine Quest angenommen. Töte 5 Hirsche. Oh, ja. Ich hätte noch nicht einen einzigen gesehen. Echt nicht? Ich habe vorhin, bevor du reingekommen bist, mich an einen angesneakt und mit dem Vorschlag haben wir voll ausgenockt. Das war ein bisschen witzig. Der ist tatsächlich ein bisschen geflogen. Fand ich gut. Konnte ich schmunzeln. So, aber hier ist echt auch kein geiler Platz zum Bauen. Absolut nicht. Also am besten war bis jetzt noch hinten bei der Stadt, ne? Alter, wo ist denn hier der Eingang? Ich bin echt einmal komplett außenrum gerannt, ne? Warum steht denn die Seiten verkehrt? Warum kann denn der Eingang nicht zur Straße gucken? Kann sie nicht sagen. Achso, weil hier auch eine Straße ist. Das erklärt einiges. Ey,
warum friert mein Charakter? Ich fass es nicht. Hier ist Kohle, Junge. Finde ich gut. Kohle nehme ich mit. So. Willst du denn den Helm gleich haben? Oh. Es gibt jetzt einen Gips, das ist ja interessant. Ein Gips? Ja, ja. Heals a broken arm or leg more quickly than a splint, but does not protect against further injury. Aber ich nehme trotzdem lieber, glaube ich, die Eisenspitzhacke 2. Habe ich noch Platz dafür gehabt? Tatsächlich. Boah, was war das denn für ein ekelhaftes Geräusch? Yoda. Ach, du handelst gerade mit ihm, wa? Night Stalker, Thief Adrenaline. At night when the adrenaline is rushing, you will never feel the weight of your burdens. Alter, geil. Ich habe gerade ein Buch gefunden, das macht, dass ich nachts niemals encumbered bin. Okay. Das kann man nehmen, ne? Lag da hinten bei ihm. In seinem Bookcase. Habe ich ihm eiskalt in der Theke weggeklaut. Du kannst dir den Helm holen. Ich habe mir so einen Helm mit Light Mod geholt. War ein bisschen günstiger als der Helm. Ein Helm mit Light Mod? Kann ich mir das in meinen obercoolen Eisenhelm mit reinbauen. Boah, das ist ein bisschen neidisch, ne? Muss ich ja zugeben. Erstmal verkaufe ich hier ein bisschen Stuff. Dann habe ich auch schon fast 1000 zusammen. Dies brauche ich noch. Was kann ich denn hier noch verkaufen? Hundefutter. Weg damit. Yeah, ich habe endlich Licht. Das ist tatsächlich sehr gut. Hier, das ganze Papier. Weg damit. Dosen brauche ich auch nicht. Habe ich auch genug von. Kohle will ich eigentlich behalten. Ah, die Silbernuggets. Oh ja, das gibt ein bisschen Kohle. Nuggets. Ich habe jetzt tatsächlich 3000. Steel Chest Armor. Draußen fällt gerade ein Hund. Ja, die kloppen sich jetzt gerne mal mit dem Dings hier. Schießpulver, Nahrung brauche ich nicht. Wasteland Treasures. So many zombies and so few bullets. Here's the trick. I learned about harvesting more lead and brass from sinks and plumbers. So, ich habe jetzt 3000 Jetons. Also davon werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall erstmal das Pistolen-Pete-Ding holen. Compound Crossbow Parts. Klingt auch gut, ne? Hat der hier Schusswaffen? Hast du geguckt? Nee, da habe ich nicht geguckt. Der hat einen Stahlspeer. Kostet 8000, das Scheißding. Nee, aber hat auch nicht dolle Waffen. Pfeilspitzen aus Stahl. So richtig geile Sachen hat er irgendwie nicht. Was geht der da draußen ab, ey? Nimmt ja gar kein Ende. Mach noch keinen besseren Vorschlag haben wir als meinen. Ich muss tatsächlich diesen blöden Bergbauhelm nehmen. Ich hätte ja auch lieber meinen Eisenhelm. Mit einer Mod. Oh, hier gibt es eine Schmiede zu kaufen. Eine Schmiede zu kaufen? Ich weiß gar nicht, ob ich die schon bauen kann. Oh, Feuerwerk hat gerade angefangen. Ich wollte gerade sagen, welcher Idiot... Oktoberfest, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich habe gerade gedacht, welcher Idiot ballert denn hier jetzt schon wieder rum? Ich befürchte, dann wird gleich mein Pügelein hier oben auftauchen. Hä? Okay. Okay. Pistol P2 erhöht die Cripple-Chance, wenn du dem Gegner ins Bein schießt. Mehrfach. Klingt gut, oder? So, ich kaufe jetzt diesen scheiß Helm. Oh, die kann ich ausbauen. Das ist ja geil. Das ist ja cool.
Kannst die Helme. Die Mod oder was? Ja, du kannst sie da einfach ausbauen und dann bei dir einbauen. Das ist ja total geil. Das heißt, hast du auch gleich deinen obercoolen Helm mit Licht, ja? Jo. Zack, Mod rein, fertig. Ich brauche noch 681 Jetons. Vielleicht sollte ich mir auch nochmal sein Inventory. Alter, hier. Ich habe gerade meinen Laptop oder deinen Laptop neu positioniert. Wie sieht das aus mit Kamera? Ja, alles voll in Ordnung. Mach dir mal keine Sorgen. Ich sagte schon mal, was ist. Gut. Alter, hier rumpelt das ganze Haus, ey. Ohne Scheiß, hier vibriert wirklich der Fußboden. Tja. Yay, wir brauchen unbedingt Feuerwehr. Ganz dringend. Wofür wissen wir noch nicht, aber wir wollen es erstmal haben. Alter. Ich höre es durch. Durchs Mikro wahrscheinlich, genau, ja. Durchs Mikro, das ist ganz schön assi. Ganz schön übel, ey. Braucht kein Mensch den Scheiß. Schon gar kein Oktoberfest, oder? Nö. Nicht wirklich. Den ganzen besoffenen Prolzer wieder rumeilen. Ja. Nur kloppen im Kopf. Na, scheiße. Der härteste Macke ist. Kotzt mich so an, ey. Ja. Willkommen in unserer schönen Heimatstadt. Es ist überall so. Ja, wahrscheinlich. Nein, so. Das weiß ich. Wollen wir jetzt eine Quest von dir machen? Ist irgendwie eine in der Nähe? Gar keine Ahnung, aber ich habe meine Töte mit Fisch gepresst. Okay, ich habe einen 900 Meter Entfernung. Wo die nehmen? Zieh los. Zombiehunde? Nee, das will ich nicht. Oh, am Arsch, Junge. Ne, dann machen wir die Dinge. Da steht gerade einer. Was, ein Zombiehund? Alter. Ja, gut, dann aktivieren wir die mal. Oh, guck mal, ich habe ihn voll die Fresse weggeballert. So, ich habe die... Oh ja, das sieht aber übel aus. Nice. Ich habe die Dings geshared. Die Quest. Dann können wir da hindüsen. Aber, Digi, ohne Scheiße, wir haben immer noch keine Base. Nee, irgendwie nicht, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon mehrere Lager mit einem Haufen Scheiß drin. Das eine in der Wüste, dann... Bei dem Dings hier. Wir sind obdachlos. Ja, schon ziemlich hart, ja. Das kann man so sagen. Was machen wir denn jetzt? Betteln. Aggressiv betteln mit Vorschlaghammer? Nein, betteln mit den Zombies, Alter. Ja. Ah, ja. Das war Karl Luka, Junge. Ich sag es dir. Den hast du vorher ausgedacht, oder? Ich hab da vorher, für diesen Witz habe ich studiert, ohne Scheiß. Dafür hast du studiert? Denn jeder weiß, meine Witze landen besser als die hinten. Oh. War der böse, Alter. Ich fand den einfach schlecht. Der ist super geil, komm schon. Was? Ach komm. Oh, irgendwo höre ich hier was, ich sehe nur nichts. Unglaublich. Wo ist es? Da! Sie wird schon wieder in dieser dämlichen Stadt. Wir kommen hier aus dieser blöden Stadt auch nicht raus, ne? Boah, ein Schlag und ich bin gestand und ich. Das ist. Hau durch sie durch. Warum hau ich durch sie durch? Wahrscheinlich, weil du zu nah dran bist. Ich komme schon in deine Richtung, aber ich kann nicht versprechen, dass ich von hier hinten was treffe. Ich treffe sie nicht. Oh, dann ist das Ding nicht geladen, ey. Hau ihr genau auf den Kopf. Mit Fadenkreuz und. Ich treffe sie nicht. Was ist da bloß? Ich verstehe das nicht. Wie viel Leben hast du denn jetzt noch? 49 HP. Das ist wenig. Oh, was ist das denn? Oh, 4x4 Truck Schematic. Das finde ich ja erstmal gut. Ja, dann bräuchten wir ja irgendwie... Alter, du hast echt ein Bier, du Arsch. Jetzt bin ich neidisch. Kirschbier. Naja, möchte gerne. Also, es wollte mal Bier werden. Schmeckt mir. Ich trinke es gerne. Ja,
Ich trinke Porter tatsächlich auch ganz gern, aber es ist halt auch nicht so richtig Bier. Es ist mir scheiße, ob es richtiges Bier ist oder nicht. Es schmeckt. Ja. Ist wie mit Whisky halt, ne? Schmeckt halt auch. Whisky schmeckt mir nicht mehr. Ja. Blei und Duct Tape. Einfach nur noch Duct Tape. Schlecht von. Ja, kommt auf den Whisky drauf an. Nee. Na ja, doch. Wenn also du bei mir. Whisky sorgst, Kreuzchen, dann kotzt du bloß wieder gegen Wände. Ich kotze gegen Wände, ich pöbel Menschen an, ich schmeiße Schilder. Du klaust Steine. Ich klaue Steine. Hab ich mir gesagt, boah, ich habe einen Junk Turret Level 5 gerade gefunden. Wie gut ist das denn? Und ein blaues Muskelshirt, das ist ja viel besser. Das hält warm im Winter, habe ich mal sagen. Ja, ja, denn es ist blau und ich weiß. Eben. Selbst die Müllstapel sind hier leer, Müller. Eftig. Eftig selber, Alter, du hebst das Niveau auch wieder auf neue Level, ey. Tut mir leid, Kinder. Wieso eigentlich Kinder? Weil du wahrscheinlich auch Kinder als Zuschauer hast. Ja, mit Sicherheit. Kinder mögen Let's Plays. Ja, aber als ich Kind war, fand ich es gar nicht cool, Kind genannt zu werden. Was? Als Kind fand ich es nicht cool, Kind genannt zu werden. Heranwachsende? Ja, besser. Jugendliche. Das sind auch heranwachsende Zuschauer, die... ja, ja. Ja, und ich wäre definitiv lieber ein Heranwachsender bzw. ein Jugendlicher als ein Kind. Als ich Heranwachsender war, mochte ich solchen Stummsinnshumor, wo Leute gerülpst haben und so einen Scheiß. Auch wieder wahr. Das war schon ein Sneak Attack Treffer und das hat immer noch nicht gereicht. Slock. T.O.T. Ein Ex-Zombie. Todd. Wer ist dieser Todd? Das ist der Todd, der Junge. Der war auch so ein guter Typ. Geh von meinem Bier weg. Geh von meinem Bier weg. Ey, vielleicht wird er endlich mal ein bisschen chillig. Jetzt mal ohne Scheiß. Yoda ist der chilligste Kater, den ich mir vorstellen kann. Ja, deswegen. Das ist Hatchet. Deswegen hat er mir nämlich vorhin gerade zugeguckt. Fand er irre cool. Das war Hatchet. Ja, meine ich ja. Also den meine ich auch. Du bist verwirrt, oder? Nee, ist der einzige Kater von dir, den ich erkenne. Weil die anderen beiden sehen für mich gleich aus. Was? Was? Yoda ist grau und Blue ist blau. Ja. Das sieht man auf einen Blick, Mann. Ja, wenn man... Das, weißt du, das ist wie mit Zwillingen. Wenn du die öfter gesehen hast, checkst du das vielleicht auch. Aber ansonsten eher nicht. Oh, jetzt komm. Ja, komm. Du kannst deine infantilen Witze jetzt hängen, stecken lassen. So. Ich lasse gleich mal was ganz anderes hängen, Alter. Hallo. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es ständig nur rumhängt. Nix kann er. Ich rede von meiner Unterlippe. Du impotentes Stück Scheiße. Impotent, Junge. Na, der kriegt nicht hoch. Ich bin aber auch nur nachts impotent, ne? Ach so. Tagsüber nicht. Nö. So, ich bin bei der Quest. Wo bist du? Und er wieder weg. Ich bin bald weg. Du brauchst so weit ist das gar nicht. Ich kann dich sehen. Und ich könnte auf dich schießen. Peng. Ich kann die ja sonst schon mal annehmen. Ach ne, muss ja in der Nähe sein, damit die auch für dich gilt, ne? So, soll ich mal? Blitz Defense. Und Blitz, Blitz. Sie kommen. Wow, da ist noch einer. Hinter uns, hinter uns. Okay, gestunt sein. Ich vermute, ich bin tot. Oh, das ist uncool. Das waren viel mehr als bei mir in der Quest. Bei mir in der Quest hatte ich 3. Alter, wie viel halten die da noch aus, ey? Ja, das ist schon. Oh. Dann kommt hier noch so eine andere Asche. Alter, wie die mich auch... Wieso hänge ich denn hier fest?
Ich konnte mich gerade schon wieder nicht bewegen, ey. Ich hasse es. Alter Vater, ey. Ja, Schlafsack platzieren wäre schlau gewesen von uns, oder? Ja, wir sind aber nicht so schlau. Nee, Kai, Lukas ist auch doof. Soll ich dich zu mir teleportieren? Bist du fertig? Ja. Bevor wir wieder 3 Stunden damit verbringen, dass du sinnlos durch die Gegend läufst. Dein Rucksack ist hier. Ja. Backpack, Rucksack. Durchsuche Rucksack, Backpack übrigens. Backpack. Ja, also bei mir ist die Quest fertig. Wie ist es bei dir? Auch fertig. Das ist schön. Guck mal, hier ist noch ein Häuschen. Wollen wir das gleich mal leer machen? Können wir machen, ja. Ist eigentlich auch echt cooler Verschlag eigentlich, oder? So schön mit Holzstapel, Terrasse. Loch. Ja, Loch kann man zumachen. Oh, die sind schon wieder schlecht gelaunt da drin, das höre ich sofort. Ja. Stumpf mit dem Vorschlag kann man gegen die Tür kloppen, ey. Was? Das hat nicht getroffen? Alter, ich werd bekloppt. Und ja, und wir haben es vorhin auch permanent durchgeschlagen. Und ich blute. Da, schon wieder, schon wieder. Erst der zweite Schlag hat getroffen. Ja, ja. Was ist das für eine Nummer? Willst du das Loot? Ich kann mal gucken, ja, was hat denn das? Armbrustbolzen. Thunfisch. Yay. Yeah, yeah. Super gut. Und hier ist ein Backpack. Und eine Eisenspitzhacke, das zerlege ich. Welches Level? 1. Achso, ja. Schrott. Wie schnell soll ich dieser. Oh. Also irgendwie ist die Kollisionsauflage wirklich seltsam. Das muss fällt. Ja, die ist noch richtig. Da ist noch richtig Nachholbedarf. Ja. Also wie oft ich jetzt schon durch irgendwelche Viecher durchgeschossen oder geboxt habe, ne? Ja, das ist übel. Das ist dezent nervig. Und häufig auch mal tödlich. Auch das. So. So, der ist tot. Oh! Hier sind wieder die Junkies am Start. Ein Flanellhemd. Besser als ein Muskelshirt. Oh, jetzt habe ich den ganzen Scheiß aufgesammelt. Ich habe ein Muskelshirt gefunden. Yay! Meins ist blau. Willst du auch ein Overall? Meins war blau. Ich habe jetzt tatsächlich ein Flanellhemd. Nein, ich bin runtergefahren. Ups, und es wird schon wieder Nacht, ey. Wir haben immer noch kein Haus. Oh, 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 oh. Da oben ist Action. Ja, ich bin auch wieder am Hochklettern. Wo will ihr denn hin? Ist ja blöd. Ich hau dir auf den Arsch, Junge. Oh, fuck. Oh, Jesus Christ. Was denn? T.O.T. Working Stiffs. Zack. Oh, eine Schaufel. Sehr schön. Ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und eine Wrench Level 1. Eisenspitzhacke Level 2. Das ist schon mal gut. Ja, das ist auch sehr gut. Ich habe ja auch eine 2 nochmal gefunden. Aber meine ist schon 2. So, die werde ich mal einmal einnehmen. Dann nehme ich das auf. Was schmeiße ich denn hier weg? Was ist denn hier der größte Blödsinn? Knochen brauche ich noch für Kleber. Steine können weg. Oh, Reinforced Chest. Guck mal, ob hier drin was gebrochen ist. Steel Armor, ja. Ja, 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 doch, einiges. Wir machen das mal einmal so. Obwohl, ich kann ja die hier modifizieren. Das wird zerlegt. Kann ich damit was anfangen? Nein! Scheiße. Hör mal auf, das hier nicht. Eisenstiefel, Junge. Eisenstiefel.
So, die nehmen wir einmal auf. Nö, sind auch nicht besser als meine. Kann ich die zerlegen? Aber die Steel Armor kann ich mal anziehen. Ne? Modify. Rinn damit. Wie? Ach, das sind nur Parts. Die kann ich da gar nicht reinpacken. Aber trotzdem gut. Willst du die Eisenpanzer 3? Habe ich schon. Achso. Ja, nehme ich den auseinander. Das Blei will ich schon gerne mitnehmen. Die Quest kann ich eh nicht mehr annehmen. Die kann ich auch hier bleiben. So, dann ist hier schon wieder Sense, ne? Ja, das war ja unspektakulär. Ein wenig. Oh, die funktioniert ja hier. Die Werkbank. Das ist ja... Ne? Ja, ja. Ich habe aber nicht genug Material, um irgendwas zu bauen. Gesundheit, Eddie. Gesundheit, Eddie. Danke, sagt sie. Oh, ich könnte Junk Turret Munition bauen. Die baut man tatsächlich nur aus Eisen. Ist ja easy peasy. Aber... Oh, ich kann Reparaturkits bauen. Unfassbar. Soll ich mal zwei machen? Du hast ja wahrscheinlich auch nicht mehr so viele, ne? Aber auch nur eins. Hast du noch Klebeband? Klebeband habe ich nicht, sorry. Scheiße. Na egal, auf jeden Fall eins mehr. Das ist schon mal was wert. Ich kann auch keine Waffen und nix bauen, ey. Nix, gar nix. So ein Scheiß. Worüber ich echt froh bin, ist, dass wir jetzt endlich mal Licht haben im Dunkeln. Ja, tatsächlich. Also vorne im Shotgun Messiah, das war eine Katastrophe. Ja, tatsächlich. Also es ging mit der Schusswaffe noch gerade so. Das war ja echt in Ordnung. Aber alles andere kannst du vergessen. So, jetzt sind wir hier mitten im Nix. Vielleicht sollten wir erstmal wieder zum zu den Schlafsäcken zurückkehren. Was hältst du davon erstmal? Ja, wollen wir die Quest vorne abgeben? Ach ne, müssen wir gar nicht. Der Händler hat's für die gehen. Ja, stimmt. Ja, die Sache ist, wenn wir da angekommen sind, ist die Aufnahme auch vorbei. Dann kannst du sie auch jetzt beenden. Ist die Stunde rum. Meinst du? Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Bodenaufnahme weiterzocken und den Leuten demnächst noch ein bisschen mehr anbieten, anstatt dass die zwei auf der Schoße rumlaufen. Die sind so zwei Hobos versus Shotgun, weißt du? Ja, so ein bisschen. Also du meinst so in die Richtung, dass wir einfach mal da hinten irgendwie ein Haus hochzimmern oder was? Dass wir dann einfach irgendwie schon mal wenigstens eine kleine Base haben. Ja, weißt? Das ist keine schlechte Idee, dass wir die Basics auch ein bisschen reinsetzen. Ja. Ich weiß gar nicht, kann ich eine Werkbank bauen? So bauen und so, das ist ja auch jetzt nicht so spannend. Warte mal, wir könnten, ich weiß nicht, ob es geht, aber vielleicht geht's hier wieder, oder? Ne, ich kann sowieso eine Werkbank schon bauen. Ich müsste alles dabei haben. Okay, gut, Leute, dann sehe ich, dass meine... Mein Gojira ist gerade abgeschmiert, hast du es gesehen? Nee, ich habe gerade nur gesehen, dass meine Dings schon wieder hängen. Oh, meine Facecam. Ich laufe voll auf die minenverseuchte Dingsbums hier zu. Militärbasis zu? Das ist ja. Dumm, ja. Das ist äußerst dumm. Das hätte dumm, fast dumm, geknallt, oder? Dumm, die dumm, 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 dumm. Oh, wir sind ja schon da. Ja. Das ging ja fix. Das war ja ums Eck. Könnte aber auch dran liegen, dass wir nicht mehr so übermäßig encumbered sind. Ah, meine Frames stürzen schon wieder krass ab, ey. Das liegt ja an dem Gebäude, glaube ich. Ich bin jetzt auch nur noch bei 16 Frames. Ich bin bei 40. Also es wird auch an der Nacht liegen, dass wir hier jetzt mehr Schatten haben, natürlich. Aber trotzdem nervig, ey. Nervig. Wir haben mittlerweile 2000 Eisen. Ja, unser ganzes Schmiedeeisen ist natürlich noch in der Wüste. Das ist ja mal richtig scheiße. Gut, Leute, wie dem auch sei, der Michi und ich, wir werden jetzt erstmal fleißig eine kleine Basis bauen. Mhm. Nee, dass wir hier wenigstens mal alles vernünftig irgendwo sammeln können, weil das geht mit tierisch auf Eier. Ja, wird schon irgendwie klappen. Nee, so mitten in der Nacht ist immer die beste Idee. Du weißt ja, in der Nacht bauen wir die geilsten Sachen. So wie weiße Lattenzäune, total besoffen.
bei mir im Garten. Ja, lief super. Kann ich mich gut dran erinnern. Gut, dass ich eine Schaufel gefunden habe. Wir können Fundament bauen. Ne? Von daher, freut euch auf die nächste Folge. Ne? In einer Woche ist es wieder soweit, nächsten Sonntag. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend und schönes Restwochenende. Bis dahin, bleibe ich euer Ragnar Bertholdsson. Reingehauen. Bye bye. Bye bye.